Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Elder Scrolls Online. Wir sind hier in der Stadt der Uhrwerke und machen die wahrscheinlich letzte Quest, die es hier gibt, abgesehen von Tagesquests. Wir befinden uns von der Stadt der Uhrwerke aus im Südwesten, also hier in der Nähe von, wie heißt das hier? Die Zahnräder des Schicksals. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz Queststatus an. Die Bewohner von Schlackenstadt holen sich Zukunftsvorhersagen von einem Faktotum, das man den Großprognostiker nennt. Kamit, dessen Mutter bei der letzten Pilgerfahrt starb, hat vor, den Beweis dafür anzutreten, dass das Orakel ein Betrüger ist. Ich habe einen funktionierenden Animokern beschafft, das haben wir Ende der letzten Folge gemacht. Ich sollte zu Kamit zurückkehren und nachschauen, ob wir ihn benutzen können, um den Großprognostiker zu aktivieren. Ja, wir haben auch Kamits Mutter gefunden und eine Schrifttafel, also eine Metalltafel, die sowohl irgendwie geschrieben hat, wie auch immer. Zettel war es jedenfalls nicht. Jetzt sprechen wir nochmal mit Kamit. Optionale Schritte haben wir erledigt. Das Tagebuch von Kamits Mutter erwähnt eine Parole. Markus befiehlt es euch. Ich sollte schauen, ob ich den Faktotenanalysten, auf dem sie nach der Suche war, finden und die Parole einsetzen kann. Jetzt wiederholen wir den Dialog vom letzten Mal nochmal. Ich sehe, ihr habt einen Animokern zurückgebracht. Ich nehme an, er funktioniert noch. Gute Arbeit. Während ihr fort wart, habe ich herausgefunden, wo man den Kern einbaut. Es gibt einen Hohlraum in der Maschine, der ungefähr die richtige Größe zu haben scheint. Ich glaube, dort gehört er hinein. Was geschieht, wenn wir den Animokern installiert haben? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin nie auf einer Pilgerfahrt gewesen und deshalb habe ich den Großprognostiker auch nie im Einsatz gesehen. Meine Mutter hat mir ein paar Geschichten erzählt, aber in Bezug auf das Orakel war sie immer sehr vage. Wo wir gerade von meiner Mutter sprechen, habt ihr da unten sonst noch etwas gefunden? Hieß eure Mutter Malia? Woher wusstet ihr... Oh, ihr habt sie gefunden. Ich wollte mir nicht ausmalen, was ihr zugestoßen ist, aber nachdem ich gesehen habe, was ihr da unten durchgemacht habt... Moment, wie habt ihr den Namen meiner Mutter erfahren, wenn ihr nur ihren Leichnam gefunden habt? Ich habe ihr Tagebuch gefunden, ihr solltet es haben. Zeigt mir das mal her. Eine Parole? Meine Mutter hatte nie irgendetwas über eine Parole erwähnt. Ich frage mich, was sie sich davon erhofft hat, mit einem veralteten Faktotum zu reden. Ich erinnere mich allerdings an etwas über einen heiligen Text. Ich werde später Palbatan danach fragen. Ich platziere den Anomir-Kern in der Maschine. Jo, dann mache ich das mal. Sprich. Initialisiere. Reflektiere. Speicher aktiv. Beim Willen seht's. Bitte nennt eure Anfrage. Es hat geklappt! Prognostiker, sagt mir, was das Schicksal für Kamit aus Schlackenstadt bereithält. Reflektiere. Werte mögliche Ergebnisse aus. Kamit aus Schlackenstadt. Minimales Einkommen. Geringe Lebensqualität. Toll, ihr wisst alles über mich. Doch was bedeutet das? Was ist meine Zukunft, blödes Konstrukt? Anfrage. Reflektiere. Prognose unzufriedenstellend. Schlechte Lebensqualität führt zu Krankheit, Hunger, Verdruss und letzten Endes Tod. Ganz schlimm. Genau wie erwartet. Und was ist mit meiner Freundin hier? Reflektiere. Keine relevanten Daten in Erinnerungsspeichern. Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte werde zwecks Datenerhebung vorstellig. Das soll heißen, das Ding kennt mich nicht, ne? Interessant. Der Prognostiker hat keine Prophezeiung für euch. Ein weiterer Beweis, dass er sein Wissen nur dazu verwendet, einigermaßen fundierte Einschätzungen abzugeben. Für mich hat er jedoch Tod und Düsternis vorhergesehen. Jetzt kann ich meine Zukunft ändern und allen zeigen, dass unser Schicksal nicht von vornherein feststeht. Oder du arbeitest jetzt nach dieser Information unbewusst genau auf dieses Schicksal hin. Ja, das ist so eine Sache, ne, mit Prognosen. Ich meine, der Blechdepp verarbeitet halt die verfügbaren Daten
und tut gewisse Wahrscheinlichkeiten berechnen, also das wahrscheinlichste Schicksal oder so. Also so stelle ich mir das gerade vor, ne? Wie habt ihr vor, euer Schicksal zu ändern? Indem ich das Unmögliche schaffe. Ich werde den verlorenen Schatz des Radios finden. In der Vergangenheit umfasste die Pilgerfahrt sowohl einen Besuch bei dem Prognostiker, als auch eine Suche nach dem Schatz. Nachdem viele Leute bei erfolglosen Schatzjagden ihr Leben ließen, änderte sich das. Wie werdet ihr etwas finden, was eure eigenen Leute seit Generationen nicht aufspüren konnten? Albert Hahn hat diese Jagd überlebt. Ich werde ihn dazu bringen, mir genau zu erzählen, was sich damals ereignet hat. Danach kann ich die Schritte meiner Vorgänger nachverfolgen, ihre Fehler vermeiden und genügend Reichtum zusammentragen, um mein Schicksal zu ändern. Lasst uns den Alten in der Messingfeste suchen gehen. Tja, und hast du mir jetzt noch was zu sagen oder nicht? Ich bin durch das Wort Seetz gebunden. Ohne passende Statistiken zur Analyse können keine Verkündigungen erfolgen. Bitte nennt die entsprechende Parole oder werdet bei einem Uhrwerk-Apostel zwecks sofortiger Datensammlung vorstellig. Ah ja, die Parole haben wir ja von seiner Mutter bekommen. Markus befiehlt es euch. Beim Wort der Seht, falsche Parole eingegeben. Bitte werdet bei Sotasils verehrtem Assistenten vorstellig, um die Lage zu klären. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass das klappt. Hat denn jemand umprogrammiert oder manipuliert? Oder hat die Mutter irgendwie Blödsinn aufgeschrieben? Ja gut, Queststatus. Trifft Kamit in einem Messingfeste. Wir sollen also dahin. Gut, dann tun wir das. So. Neue Videoaufnahme, neues Reittier. Dank Zufallsreittiergedöns. Also dank einer Mod, die zufällig die Reittiere auswählt. Tja, wie komme ich jetzt darauf? Diagnose abgeschlossen. Schön für dich, Diagnose abgeschlossen. Hilf mir mal lieber hier rauszukommen. Das kommt mir gerade irgendwie. Ah ja, doch, schau an. Schafft der das oder braucht der Hilfe? Ich glaube, du brauchst ein bisschen Hilfe, ne? Ich glaube, das hätte sie ohne mich nicht überlebt. Das ist jetzt Folge 628. Ich schaue gerade auf einer Liste. Folge 607 kommt morgen online, also bin ich ungefähr 20. Habe ich ungefähr 20 Aufnahmen im Vorrat. Das ist gut. Ich glaube, das ist ein angemessener Vorrat. Seid ihr euch sicher, Kamit? Denkt daran, wie es eure Mutter erging. Mit der Hilfe der Außenseiterin gehört der Schatz so gut wie mir. Dann sieht jeder, dass der Prognostiker ein Betrüger ist. Als ich euch gebeten hatte, Kamit zu helfen, hatte ich mir eigentlich etwas anderes vorgestellt. Ich will, dass unsere Leute von der waghalsigen Pilgerfahrt zum Großprognostiker ablassen.
Aber dem Schatz nachzujagen, ist beinahe genauso gefährlich, wenn nicht gar noch gefährlicher. Könnt ihr uns irgendetwas über den verlorenen Schatz erzählen? Kamid will die eine törichte Pilgerfahrt durch eine andere ersetzen. Na schön. Ich kann euch verraten, dass der Schatz existiert. Ich habe die Überreste der Handelskarawane mit eigenen Augen gesehen. Aber nah genug an sie heranzukommen, um etwas zu bergen, unmöglich. Na, wir werden sehen. Warum sagt ihr, dass es unmöglich ist, den Schatz zu erreichen? Wegen des gewaltigen Mechanoiden, der die Gegend durchstreift. Rat Knirscher ist größer als 3 gut gewachsene Nord- und 100-mal gefährlicher. Er hat die Pilger abgeschlachtet, die den Schatz zu bergen versuchten. Ich war der einzige Überlebende. Und wo finden wir die Überreste der Handelskarawane? Mir ist das alles zwar immer noch nicht recht, aber ich sehe, dass ihr und Kamid schon fest entschlossen seid. Die Überreste liegen weit im Süden verstreut, unweit jener Berge, die die südliche Grenze des Radius bilden. Art Knirscher ist ein wahrer Schrecken. Bitte lasst Kamid nichts zustoßen. Hab Dank, ich lasse nicht zu, dass Kamid etwas zustößt. Gut, also, Ich fasse es nicht, dass Palpatan den Ort preisgegeben hat. Jetzt können wir meinen Leuten zeigen, dass der Prognostiker nicht unfehlbar ist. Dass wir unseres eigenen Schicksals Schmied sein können. Ich treffe euch in der Nähe der verwüsteten Karawane. Dann können wir uns überlegen, wie wir mit Radknirscher fertig werden. Jo, ist recht, machen wir. Mangels anderer Optionen. Wir könnten eigentlich mal einen Blick auf die Errungenschaften der Stadt der Uhrwerke schauen. Was es hier so alles gibt, wenn man die Quests durch hat. So. Da kann ich keine Vorheiten machen. Das sind die Bücher hier. Dann das Ding hier könnte man machen. Ja, könnte man durchaus mal was anfangen mit. Das hier ist bestimmt auch sehr dekorativ. Tja. Wenn man ein Dwemer-Haus oder ein Uhrwerkshaus hat, dann macht das durchaus Sinn, das Zeug. Ja, da könnte man mal einen Schabernack machen. Vielleicht... Beete gibt's ja leider nicht, aber vielleicht gibt's in Zukunft mal Beete, dann kann man diese Dinger da als Vogelscheuchen draufstellen. Und im Text seht ihr eventuelle Voraussetzungen. Den Schlüssel da, den habe ich schon in meinem Museum liegen, im Alinor-Schloss, ne? Ah, nicht im Alinor-Schloss, in der Psychic Villa. Und das ist Kugelschreiber, so wie es ausschaut, ne? Also das sind Errungenschaftsgegenstände, die man bekommt, wenn man hier hinreichend weit fortgeschritten ist in der Stadt der Uhrwerk-Quest. Ah ja, hierhin. Ja, das ist wohl der bestmögliche Teleporter. So, wieder ein anderes Reittier. Also wie ihr seht, dieses Random Mount funktioniert ganz gut. Was habe ich in der Zeit als Begleiter? Eine Schlammkrabbe. Alle Funktionen laufen, wie beabsichtigt. Bin ich hier noch richtig? Jo, passt. Irgendwie da hoch, ne? Also zumindest hat dieses Reittier eine sagenhafte Laufruhe. Schlecht wird's Serana dabei nicht. Wenn ich da an den Reitbären und das Kamel denke, na, vielleicht sehen wir es noch in der Folge. Ja, der wird mir vom Zuschauen ganz anders.
Aber bei diesem Viech hier da, da sitzt es eigentlich sehr bequem. Schaut euch das mal an. Kein Geschaukel, kein Gewackel. Hatte ich eben nicht noch eine Schlammkrabbe? Okay, naja, jetzt habe ich das halt, ne? Kuckuck, hab dich. Diese Kreatur, sie ist noch schlimmer, als Palpatine uns erzählt hat. Hör zu, ich weiß die ganze Hilfe ja zu schätzen, aber ich will nicht, dass ihr meinetwegen starbt. Seid ihr sicher, dass ihr mit dieser Bestie fertig werdet? Nö, das nicht, aber ich hält mich nicht da ab, es trotzdem zu versuchen. Ich kann mich um Radknirscher kümmern, aber was treibt ihr in der Zwischenzeit? Ich bin kein Krieger, das wisst ihr. Ohne euch wären wir nicht so weit gekommen. Ich halte mich schön von allem fern. Macht euch um mich also keine Sorgen. Passt einfach nur auf euch auf und versucht dort draußen nicht zu sterben. Ich könnte jetzt einschüchtern und dann wohl dazu nötigen, dass er mir hilft, aber mir ist eigentlich ganz recht, wenn ihm nichts passiert, ne? In Ordnung, ich kümmere mich hierum. Wartet hier. Ist ja nicht so. Ich glaube außerdem sowieso nicht, dass er mir eine große Hilfe ist. Was mache ich denn da? Das ist also Radkirscher. Irgendwas um die 110.000 Leben. Jo. Gut, ich hatte natürlich die Hilfe von zwei Mitspielern, aber 110.000 Leben ist für mich auch sonst keine Hindernis. Wirklich nicht. Also da müssten die schon ganz üble Fähigkeiten haben. Gewürzfass. Dieses Fass enthält verschiedene Gewürze in getrennten Kammern. Jawohl. Schön. Ihr habt es geschafft. Dank euch haben wir den verlorenen Schatz gefunden. Das beweist, dass der Prognostiker kein Orakel ist. Er ist nur eine Maschine. Und noch nicht einmal eine sonderlich gute. Jetzt kann ich den Bewohnern Schlackenstadts beweisen, dass wir keine Gefangenen des Schicksals sind. Was? Dies ist der Schatz, den ihr wolltet? Hallo, das ist ein Sack Gewürze. Ja, meine Freundin, Gewürze. Wundervolle, köstliche Gewürze. Die sind der kostbarste Schatz von allen, wenn die komplette Ernährung aus nichts als Paste ohne jeden Geschmack besteht. Das hier wird nicht nur unser Leben verbessern, sondern es wird auch meinen Leuten zeigen, dass unser Schicksal nicht in Stein gemeißelt ist. Na gut, aus der Perspektive hat er natürlich recht, ne? Diese grässliche Paste. Ich hab doch die Stadt der Uhrwerke mit Rezepten versorgt, ne? Und zwar... Hallo, war das... Die Folge 601 bis 603... Ja, da habe ich die Rezepte für den regulierten Pilzeintopf, Federsprunginfusion und Uhrwerkszitronen irgendwas verpasst, ja. Dadurch habt ihr doch schon einen besseren Speiseplan, aber egal. Bei euch klingt das so, als wären diese Gewürze ihr Gewicht in Gold wert. Ja, das ist es wohl auch. Sogar noch mehr als das. In einer Stadt aus Metall sind Gewürze so rar wie Grashalme. Für eine derart verlockende Köstlichkeit werden reiche Magier und Apostel ein Vermögen bezahlen. Doch ich muss vorsichtig sein. Andere werden versuchen, diesen Schatz zu stehlen. Ich muss ihn verstecken, damit er sicher bleibt. Wie kann ich helfen? Kehrt nach Schlackenstadt zurück und trefft mich dort. Dann können wir meinen Leuten zeigen, wie wir den Ausgang der Vorhersage des Prognostikers geändert und mein Schicksal zu einem besseren gemacht haben. Ich wünschte nur, meine Mutter hätte diesen Tag erleben können. Ja. Und zwar, wenn wir schon mal über diese Kochrezepte sprechen. Das war deregulierter Pilzeintopf. Dieser hier könnt ihr ja mal, wenn es euch interessiert, die Werte studieren. Dann hatten wir bekommen die Federsprung... Infusion, das war das hier. Bei Interesse Pause-Taste drücken und studieren. Und das andere war Uhrwerks... Das war ein goldenes Rezept. Das hier. Jo.
Die haben ja in den Folgen 601, 602 und 603 besorgt. Und auf diese Weise haben das nicht nur wir gelernt, sondern auch die... sondern auch der Koch im Unterschlupf der Diebesgilde, der jetzt also die armen Leute mit besserem Essen versorgen kann. War eine sehr nette Geschichte, hat mir sehr gut gefallen, auch mit dem Story-Hintergrund, die Lebensbedingungen der Leute, vor allem der Armen, der einfachen Leute zu verbessern. Jo, was gibt's denn? Was gibt's denn Ehrenhafteres als sowas? Ja, das Leben von einfachen Leuten verbessern. Da ist der Teleporter. Wir sehen ihn in der Landschaft schon früher als auf der Minimap. So, und beim nächsten Ladebildschirm wird sich wahrscheinlich wieder das Reittier verändern, außer es kommt zufällig dasselbe Reittier nochmal. In Todeskampf, Schlachtfeldern ist euer Ziel einfach. Findet und tötet so viele Kontrahenten, wie ihr könnt. Wer hätte das gedacht? Hoffentlich kein Dauerladebildschirm. Ich hasse das. Der ist schon wieder unangenehm lang. Ihr glaubt gar nicht, was man alles machen kann während der Ladebildschirme, vor allem beim Charakterwechsel. Wollte ich mit ihm sprechen? Ich glaube nicht, ne? Der ist nicht mein Ziel. Ist das hier mein Ziel? Auch nicht, sag mal. Ah ja, da ist er ja. Ich habe ein paar Leute zusammengerufen, damit ich ihnen erzählen kann, was wir getan haben. Hoffentlich verbreitet sich die Nachricht dann durch Schlackenstadt und die gesamte Messingfeste. Ohne eure Hilfe hätte ich das nicht geschafft, meine Freundin. Sieht so aus, als ob er seinen neuen Reichtum mit den anderen hier teilt, ne? Glaubt ihr wirklich, dass ihr davon überzeugen könnt, die Pilgerfahrt aufzugeben? Ich muss es schaffen. Um ihretwillen und um das Andenken meiner Mutter willen. Ich muss beweisen, dass allein sie über ihr Schicksal bestimmen. Ich habe dieselbe schlimme Prophezeiung erhalten wie alle anderen. Aber ich habe den Schatz gefunden und mein Los geändert. Und sie können das auch, solange sie nur bereit sind, mir zuzuhören. Ihr könnt es schaffen. Erzählt ihnen einfach die Wahrheit über den Prognostik und lasst euer Herz zu ihnen sprechen. Herz? Das ist kein Wort, was man an einem Ort, der durch Zahnräder und Kolben angetrieben wird, allzu oft hört. Hier ist euer Anteil am Schatz. Ihr habt ihn euch verdient. Die Bewohner von Schlackenstadt können sich eine neue Zukunft aufbauen. Dank euch. Ich hätte jetzt gar keine besondere Belohnung erwartet. Schauen wir uns die orakelhaften Sandalen mal im Inventar an. So, jetzt müsste eigentlich noch ein Erfolg reintun. Ich bringe euch eine Offenbarung. Der Prognostiker lügt. Wir wählen unser Schicksal. Wir haben einen freien Willen. Kamit, die Apostel meinen... Es gibt keinen freien Willen. Was ihr da sagt, ist Ketzerei, Kamit. Ist die Wahrheit nun etwa schon Ketzerei? Ich bin auf Pilgerfahrt gewesen. Ich bekam das übliche Schicksal geweissagt. Armut bis in den Tod. Doch diese Zukunft ist eine falsche Zukunft. Ich nahm dieses Schicksal nicht an und ich änderte es. Wenn ich es kann, könnt ihr es auch. Ach wirklich? Ihr seht noch genauso bettelarm aus wie gestern, Kamit. Vielleicht sogar noch ärmer. Ich habe den verlorenen Schatz im Radius gefunden. Ich habe einen Teil der Gewürze verkauft. Das ist der Kontrakt. Ich bin reich! Wir können unser Schicksal also ändern?
Die Zukunft ist keine feste Sequenz. Das müssen wir allen erzählen. Kamit hat die Zukunft geändert. Der Prognostiker lag falsch. Sie glauben es ihm also? Was ist mit der Schriftrolle, die er in der Hand hat? Ja, ich habe jetzt eigentlich gedacht, man kriegt dann noch... Man kriegt dann das hier. Muss ich da noch mal hin oder so? Also irgendwie fehlt dann noch was. Das kann doch noch nicht alles sein. Ich muss vielleicht noch mal hin und... noch mal nachfragen. Irgendwie ist das seltsam. Ich gehe noch mal zu diesem Faktotum. Das mache ich aber offscreen. Und dann sprechen wir den noch mal an, wenn es geht. Ich lasse euch dann das Ergebnis wissen. Jo, da bin ich also noch mal hier unten beim Zielort Reihental und dann sprechen wir dieses Faktotum noch mal an. Ich bin durch das Wort Seetz gebunden. Ohne passende Statistiken zur Analyse können keine Verkündigungen erfolgen. Bitte nennt die entsprechende Parole oder werdet bei einem Uhrwerkapostel zweck sofortiger Datensammlung vorstellig. Das verstehe ich nicht. Bei einem Uhrwerkapostel soll ich Vorstellung werden. Da werde ich wohl mal kurz nachforschen müssen. Pause-Taste. Jo, ich habe mir Hilfe im Forum gesucht und ich glaube, ich habe eine Antwort gefunden. Dazu muss ich nochmal in den Unterschlupf gehen. Ist vielleicht ganz gut, wenn ich das filme und in die Videobeschreibung die Information aufnehme, weil es gibt bestimmt noch mehr Leute, die das finden wollen, also wie man diesen Erfolg bekommt. Und wenn das stimmt, was hier im Elder Scrolls Online Forum steht, muss ich nochmal in den Unterschlupf. Und dort soll ein Buch mit einem Code sein. Und falls das nicht funktioniert, soll man nochmal mit Palpatan sprechen. Ja gut, schauen wir mal. Irgendwas davon wird schon richtig sein, weil einige da haben sich für die Information bedankt im Forum. Und wir haben ja vor in der letzten Folge auch da versucht, ein Buch aufzuheben, das da noch nicht zu sehen war. Aber jetzt ist es vielleicht da, wenn das durch die Quest erschienen ist. Und dann haben wir eventuell unseren Code. Ansonsten versuchen wir es bei Palpatan. Jo, jetzt ist da ein Buch. Da schau her. Gedanken des geirrten Assistenten. Um die Bedürfnisse der Bewohner optimal ermitteln zu können, hat Fürst Sotasil mir befohlen, eine Reihe von Faktoren zu erschaffen, die ausschließlich dazu dienen, soziale Daten und Umweltinformationen zu erheben, zu analysieren und zu interpretieren, um Änderungen der Wünsche der Bevölkerung präzise voraussagen zu können. Als erstes erschaffenes Modell wurde der Uhrwerksanalyst für die hauptsächlich niedere Tätigkeit entwickelt, Daten zu sammeln und zu analysieren, die für die Bürger der Messingfeste relevant sind. Das Analysemodell Faktotum der ersten Generation ist darauf spezialisiert, Geburten und Tote zu zählen, Bewohner und registrierte Besucher festzuhalten, sowie Krankheiten, Vermögen und soziale Faktoren aufzuzeichnen, die zur Vorhersage von Veränderungen in der Siedlung erfolgreich sind. Ja, hatte ich ja schon vermutet, dass der eigentlich nur Daten verarbeitet und aufgrund der gesammelten Daten eine Prognose macht, ne? Sobald das Konzept umfassend getestet und geprüft wurde, werden wir das Projekt auf den Rest der Stadt der Uhrwerke ausweiten.
Die Parole für den Zugriff auf Gedächtniskern des Faktotums lautet Magnus Befehlis. Das haben wir doch versucht, das hat sie doch abgelehnt. Das haben wir doch ausprobiert. Das ist doch der Code, den wir von der Mutter bekommen haben, ne? Naja, basierend auf allem, was wir mit dem Faktotum der ersten Generation gelernt haben, schufen wir dann das Prognosemodell der zweiten Generation. Dieses Faktotum sollte anhand der Daten, die der Analyst erhoben hatte, präzise Prognosen hinsichtlich der Wünsche und Bedürfnisse der Bürger erstellen. So wird es unter sich die Bedürfnisse seiner Gäste im Voraus kennen und sie befriedigen, bevor diesen auch nur klar ist, dass sie Wünsche haben, die erfüllt werden müssen. Allerdings trat bei der Entwicklung ein Fehler in der Sequenzzahl in der Sequenzanalyseprozessoreinheit des Prognosenmodells auf. Die vom Faktotum entwickelten Prognosen bezüglich bestimmter Personen gingen weit über bloße statistische Analyse hinaus und bewegten sich schon ins Reich der tatsächlichen Prophezeiung. Dieser Fehler wurde erstmals bemerkt, als der Markus selbst an dem Mechanismus arbeitete, also können wir uns nicht sicher sein, ob das nicht sogar von Sotasil beabsichtigt war. Aber der Meister ist nun wieder verschwunden. Ich habe lange das Prognosefaktotum im Tal außerhalb der Messingfeste und was? Ich lagere das Prognosefaktotum im Tal außerhalb der Messingfeste und verriegele seine prophetischen Modus mit der Parole Primärsequenz 11, 13, 17. Ah, das ist es. Das ist es. Der Code wurde geändert, ja? Das sollte unautorisierte Prophezeiung auf ein Minimum reduzieren, bis der Meister zurückkehrt und ich ihn im Anweisung bezüglich seiner Absichtlichen befragen kann. Für wen hielt sich der Bluthund eigentlich, dass er dachte, er könnte einfach so Rajin, die Schwester der grünen Dame selbst, entführen? Jetzt würde es mich interessieren, ob der zweite Tipp mit Palpatine auch funktioniert. Und zwar, wir haben zwar jetzt den Code bekommen, aber das würde ich jetzt wirklich noch gerne... Tja, es hieß, habe ich Diebesgut dabei? Die Gelegenheit ist günstig. Die Bürger der Mist. Nö. Ausnahmsweise mal nicht. Ja, wenn der nicht hier unten ist, dann wird der wohl dort sein, wo wir von ihm die Quest bekommen haben. Aber jetzt schaue ich mich erstmal hier unten um, bevor ich umsonst hinterkriege. Das hier ist übrigens der Ort, an dem wir dem Koch geholfen haben. Da ist er ja, Brengolin, die drei erwähnten Rezepte zu finden. Das ist der, dieser Brengolin war auch der Questgeber. Ich denke, ich sollte wirklich nochmal rausgehen. Ich hoffe, ich eiere hier jetzt nicht sinnlos rum. Ich möchte, wie gesagt, also nochmal Palpatine sprechen. Und... Tja... Und wenn nicht, dann wird das Buch auch reichen, denke ich. Muss ich mich nur mal hier umschauen, ob hier irgendwo ein gewisser Palpatine rumhängt. Palpatine. Irgendwie klingt das wie Palpatine aus Star Wars, ne? Der war doch da oben vor dem Gaul, da vor dem Pferdehändler. Ja, da saß er. Da ist er aber nicht mehr. Na gut, dann eben ohne Palpatine. Ich werde jetzt offscreen nochmal zu diesem Wahrsagefaktotum reiten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also wieder dahin. Jo, da sind wir dann auch schon am Zielort.
Ich bin durch das Wort Seetz gebunden. Ohne passende Statistiken zur Analyse können keine Verkündigungen erfolgen. Bitte nennt die entsprechende Parole oder werdet bei einem Uhrwerkapostel zwecks sofortiger Datensammlung vorstellig. Hauptsequenz 11, 13, 17. Initialisiere. Reflektiere. Reflektiere. Unautorisiertes prophetisches Element aktiv. Analysiere nächstes Subjekt. Bestimme Wohlstand und gesellschaftliche Stellung. Erlaubnis zur Fortführung? Erlaubnis erteilt. Analyse von Wohlstand und gesellschaftlicher Stellung abgeschlossen. Hinweise auf ein Einkommen auf Armutsniveau und die gesellschaftliche Stellung eines Sklaven oder Leibeigenen. Reflektiere. Analysator für Gesundheit und Wohlbefinden aktiv. Erlaubnis zur Fortführung? Erlaubnis abermals erteilt. Analyse von Gesundheit und Wohlbefinden abgeschlossen. Hinweise auf eine gute Konstitution und eine robuste Physis. Lebenserwartung günstig, vorbehaltlich Unfall oder schwerer Verletzung. Reflektiere. Prophezeiungshämmer inaktiv. Prophezeiung steht bevor. Eine Prophezeiung über mich? Träume. Ein Match. Zwei Match. Prophezeiung abgeschlossen. Ich sehe eine Insel, einen Turm, drei Fürsten, Dunkelheit, die sich über das Land ausbreitet. Ich sehe einen goldenen Ritter und ein unerwartetes Opfer. Ich sehe ein Ende. Aha, das ist praktisch eine Prophezeiung für die Sommersendinseln. Ja, da geht's. Da zoffen sich ja drei Fürsten. Und ein goldener Ritter, der praktisch für Meridia arbeitet, das spielt auch eine Rolle, ne? Es war also praktisch eine Prophezeiung auf die aus der damaligen Perspektive noch in der Zukunft liegenden Erweiterungen Sommersend. Das klingt gar nicht gut. Alles muss vergehen. So ist der Lauf sämtlicher Wirklichkeit. Doch das Ende, das ich sehe, ihr könnt seinen Ausgang ändern. Die Variablen ergeben einen winzigen Prozentsatz zu euren Gunsten. Einen winzigen, ja? Na, wie beruhigend das doch ist. Dann besteht also die Chance, die Zukunft zu verändern? Eine Chance, ja. So Fürst Seth und die drei es wollen. Reflektiere. Reflektiere. Wahrscheinlichkeiten berechnet. Chancenverteilung wird erstellt. Ablebensgewissheit 99,99%. Und oh. Die Abfolge der Worte lautet Sommers End. Jo, sagte ich doch. 99,9% Ablebensgewissheit. Wow. Okay. Gut, ich meine, Avenave ist ja schon mittendrin im Getümmel, ne? Wir werden es erfahren, wie das mit den 99,9% tatsächlich ausgeht. An der Stelle sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Statt der Uhrwerke dürfte damit erledigt sein, außer die Nebenquests. Ich werde sie mal durchtesten, außer die Nebenquests sind so interessant, dass es sich lohnt, das für YouTube zu filmen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, dann wieder zusammen mit Jetsia in Osinium.